Macho Maron. Hallo, mein Name ist Ricardo Phoenix und ich begrüße euch hiermit zu unserer ersten Lektion in Dothrakisch. Macho Maron bedeutet wörtlich mit Respekt, wird allerdings wie ein Hallo benutzt. Zu beachten ist, dass das Doppel-O am Ende entweder lang ausgesprochen wird, also Macho Maron, oder aber doppelt ausgesprochen, Macho Maron. Die Kurzform von Macho Maron ist entweder Mat oder March, was so viel wie Hai bedeutet. Achtet aber darauf, dass Dothraki nur Stammesmitglieder mit Macho Maron oder Mat begrüßen, also Stammesgruppe gehören, sind Fremde, Ifaki. Dothraki sind Ifaki gegenüber immer misstrauisch. Sie werden mit Achomar Shomakan begrüßt. Bedeutet zwar ebenfalls Hallo, wortwörtlich übersetzt aber heißt es Respekt jenem, der respektvoll ist. Das wiederum bedeutet, verhalte dich respektvoll, dann und nur dann wird dir auch Respekt entgegengebracht. Mit Achomar Shomakan begrüßt man eine einzelne Ifaki-Person. Möchte man eine Ifaki-Gruppe begrüßen, sagt man Achomar Shomaker. Kommen wir nun zur Verabschiedung. Hajas bedeutet so viel wie Tschüss. Wortwörtlich allerdings bedeutet es sei stark. Ebenfalls möglich wäre Fonaschek, wortwörtlich jage gut, und Dotraschek, wortwörtlich reite gut. Beide Sätze können zur Verabschiedung benutzt werden. Hiermit verabschiede ich mich von unserer ersten Lektion. Hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Hajas.